Hallo und herzlich willkommen zu Resident Evil. Ja, in der letzten Folge haben wir ja sind wir wieder ein kleines bisschen weitergekommen und wir haben unsere Bekanntschaft mit der lieben Lisa gemacht. Und da sind wir jetzt durch und ich würde sagen, ach nein, scheiße, ich bin gerade falsch. Ich bin gerade falsch. Da fängt schon gut an. So kann die neue Aufnahmesession auf jeden Fall beginnen. Nee, weil wir auch schon mal durch die falsche Tür gehen. Genial. Besser könnte es gar nicht laufen. Muss ich ja sagen. So. Ein, zwei Folgen werdet ihr noch mit meinem alten Headset noch hören. Und da würde ich auch nur kurz ein kleines Wörtchen auch über die Monster Hunter Videos erwähnen. Ihr werdet noch so ein, zwei bis drei Folgen werdet ihr auch ebenfalls noch mit dem jetzigen Headset noch hören. Und dann werdet ihr danach dann mit dem neuen Mikrofon vertraut gemacht werden. Also ich werde dann die Aufnahmesession dann mit dem neuen Mikrofon dann beginnen. Und dann würde ich sagen, ja, hoffe ich mal, dass es dazu einen sehr angenehmen Unterschied geben wird. So, genau, wir müssen ja nicht woanders rein. Ah, ich geschmiede durch die falsche Tür. So, das wollte ich nur mal eben ganz kurz erwähnt haben. Und ja, nämlich die Mikrofonteile sind heute angekommen. Und ich werde dazu aber noch ein Unbox-Video machen. Ich hatte das ja groß angekündigt. Wird nach dieser Resident Evil Aufnahmesession dann auch in Dreh gehen. Und dann hoffe ich mal, dass das alles dann was wird. Kann ich? Oh, nein! Ah! Ihr räudigen Köder. Köter meine ich. Alter! Ist das hier die Möglichkeit? Alter Falter. Alter Vater. So. Genau, hier kamen wir in der letzten Folge ja nicht weiter, weshalb wir ja Richtung Hütte und Lisa aus hinwandern mussten. Weil das wird jetzt passen. Die Kurbel. Die Verwest. Es tut mir leid, dass die Videosequenzen hier noch ein bisschen schlechter sind, aber es ist halt ein HD-Remaster. Das Spiel hat es ja versucht, so gut wie es geht umzusetzen. Deswegen. Sie hören das entfernte Rauschen eines Wasserfalls. Tun wir das? Oh, wir sind ja noch bei besser Gesundheit. Okay, alles gut. Okay. Das müssen wir noch nehmen. Wir werden die Kurbel noch einige Zeit brauchen. So, hier müssen wir jetzt hin. Und wie gesagt, ja, zu Reska brauche ich eigentlich ja nichts mehr zu sagen, ne? Ich frage mich halt, ob es hier was gibt. Ach so, das wäre der Wasserfall. Okay, alles klar, alles gut. Alles, okay. Was? Die Batterie wurde entnommen. Ach. Verdammten Vögel. Wo ist denn hier die Batterie? Ein tosender Wasserfall. Dahinter scheint etwas zu liegen. Alter! Man könnte es als Leiter bezeichnen.
Okay, wir brauchen wohl eine Batterie. Hatte ich denn. Wo gibt's denn hier eine Batterie? Mal ganz blöd gefragt. Krass. Aber soll das mal einer mal verstehen hier? Nee, wir müssen noch. Das Blöde ist halt, die Krähen stören da echt. Ah, irgendwo muss doch hier eine Batterie liegen. Sehr, 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 sehr dämlich gerade. Alter, ja, ist doch. Oh, hier geht's ja auch weiter. Ja. Oh, ja, das sind Schlangen. Die hätte ich ganz vergessen. Aber die tun einen nichts, wenn man hier durchläuft. Also wenn man hier nur durchläuft. Ah. Die Hütte. Alles klar. Es geht weiter, es geht weiter. Ja. Wir gucken mal, was hier hinter ist. Hi.
Ja, ich hab's doch verstanden. Mal, aber da. Okay, dann nehmen wir das wieder zurück. So, was wir hier tatsächlich machen könnten, wäre speichern. Ist ja eigentlich alles ganz easy, Leute. Bitte. Abstellraum der in der Residenz. Ich überlege gerade, das Kerosin brauchen wir jetzt hier eigentlich gar nicht. Also zum Thema Speichern, Leute. Ja. Können die ganz locker, ganz easy speichern. Alles gut. Ich mache mir jetzt hier nicht so die großen Sorgen. Gespeichert haben wir jetzt auch. Okay, das war hinter der Tür. Dann frage ich mich, was dahinter ist. Wir müssen ja erstmal gucken, was wir hier nach ablaufen können. Wow! Das wollte ich aber mitnehmen. Was hier drunter ist. Hier scheint es nichts Nützliches zu geben. Auch Chris. Zeitungen liegen verstreut. Sie scheinen alle Artikel über Stars zu enthalten. Okay, hier könnten wir. Ja, ich weiß, hier werden wir das jetzt nicht anwenden. Wir mal kurz gucken, was wir hier drin finden. Bericht zur Pflanze 42. 4 Tage sind seit dem Unfall vergangen. Die Pflanze am Punkt 42 wächst noch immer erstaunlich schnell. Obwohl viele Aspekte dieser Pflanze unbekannt sind, wissen wir, dass der T-Virus im Vergleich zu anderen Pflanzen eine deutlich stärkere Wirkung auf sie hat. Der T-Virus hat sowohl Anatomie als auch Größe der Wirtspflanze grundlegend geändert. Der derzeitige Zustand erlaubt überhaupt keine Rückschlüsse auf die ursprüngliche Form mehr. Nichts auf Erden kommt ihm gleich. Wir haben festgestellt, dass Pflanze 42 zwei Quellen zur Aufnahme der erforderlichen Nährstoffe hat. Eine Quelle sind die Wurzeln. Anscheinend sind die Wurzeln bis in den Keller vorgedrungen. Unmittelbar nach dem Unfall verlor ein Forscher den Verstand und zerstörte den Aquaring. Seither steht der Keller unter Wasser. Es ist wahrscheinlich, dass eine der Chemikalien im Wasser das enorme Wachstum von Pflanze 42 begünstigt. Wir konnten diese Chemikalie bislang jedoch nicht isolieren. Ein zwiebelartiger Teil der Pflanze 42 wurde an der Decke des Erdgeschosses entdeckt. Wir sind überzeugt, dass sie das Erdgeschoss durch die Belüftungsschächte erreichte. Unzählige lange Schlingen ragen aus der Zwiebel hervor. Wir nehmen an, dass diese Schlingen die zweite Methode zur Nährstoffaufnahme sind. Wenn Pflanze 42 ein Opfer wahrnimmt, fängt sie es in ihre Schlingen, anschließend entziehen
Sauge an den schlingenden Opfer sein Blut. Bah. Die Pflanze zeigt auch Intelligenz. Beim Fangen von Opfern oder im Ruhezustand winden die Schlinge sich um die Tür, um mögliche Eindringlinge fernzuhalten. Leider sind bereits eine Reihe unserer Wissenschaftler Pflanze 42 zum Opfer gefallen. Berichte der Überlebenden wiesen alle eine Gemeinsamkeit auf. Wenn die einheitlichen blütenblattartigen Klappen sich öffnen und das Innere freilegen, wird die Pflanze deutlich aggressiver. Ein Zeuge hatte den Eindruck, dass die Pflanze sich zu verteidigen versucht. Die Gründe für dieses Verhalten sind noch unbekannt. 21. Mai 1998. Henry Staunton. Alte Zeitungen und Zeitschriften liegen auf dem Bett. Anscheinend hat jemand auf einigen der Zeitungen Blut gespuckt. Was? Alter! Ich weiß nicht, ob wir jetzt hier unten steigen sollten. Oh, doch, klar. Okay, wir machen das noch erstmal anders. Ich werde, wir steigen erstmal auf und werden uns erst nochmal die andere Tür angucken. Ja, wir gehen ein bisschen auf Erkundung und in dieser Folge und werden mal gucken. Der hat mich jetzt ein bisschen überrascht, muss ich ja sagen, ne? Der kam jetzt ein bisschen überraschend, der Kollege. Macht aber nichts, macht aber nichts, macht aber nichts, macht aber nichts. Und ich merke, die Monster Hunter Folge, die kommt wieder sehr, sehr spät. Verschloss nach dem Schluss. Stickerdarie. Ups. Genau. Und wegen dieser Schlingen müssen wir jetzt ja auch hier rumklettern. Liebe kleine Spinne, liebe kleine Spinne, tu mir nichts, tu mir nichts. Oh, liebe kleine Spinne, tu mir nichts, tu mir nichts, tu mir nichts. Liebe kleine Spinne, tu mir nichts, tu mir nichts, tu mir nichts. Liebe kleine Spinne, tu mir nichts. Ich hasse diese Viecher. Ich hasse sie einfach. Wow. Wow. Ich hasse dich. Stirb, du Mistvieh! Stirb einfach! Gott! So habe ich die Viecher am liebsten tot. Gott. Ich hasse diese Spinnen. Ich hasse es.
Ich hasse diese Viecher. Es tut mir leid, wenn die Spinnenliebhaber unter euch sind, aber ich hasse diese Viecher. Nimm das, du Scheißvieh, ey. Das halte ich von euch. Genau das halte ich von euch. So, ja. In Angesicht dieser Überraschungen würde ich jetzt hier in dieser Folge einen schnellen Cut setzen und würde sagen, Leute, vielen Dank fürs dabei sein. Wir gehen den Rätseln, die jetzt hier lauern, denn ich glaube, wir müssen hier sogar ein Rätsel machen. Und ich hoffe, das waren jetzt die einzigen Spinnen hier. Würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis denn, Antenne, und ciao. Mit auch.